Bitte, Herzi. Und jetzt, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen die versprochene Duettzugabe ankündigen. Semino Rossi wird nämlich nun mit der Frau zusammensingen, die einst das erste Duett seines Lebens gemeinsam mit ihm gesungen hat. Meine Damen und Herren, Sie haben sich ein Lied ausgesucht, das die Mama mit dem kleinen Jungen zu Hause in Argentinien immer gesungen hat. Manuelita. Manuelita vivía en Pehuacó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Semino Rossi mit seiner Mutter Esther und den Elbkindern aus Magdeburg. Vielen Dank, bitte lass es. Vielen Dank euch allen. Esther, war es denn sehr aufregend oder ging es einigermaßen? Es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen. Das freut uns. Was sagst du zu dieser Premiere deiner Mama hier im deutschen und österreichischen Fernsehen? Das letzte Mal, was ich sie gehört, das gleiche Lied, das war, ich glaube, 40 Jahre her, oder? Ach, Mann. Und jetzt, ist nach 50 Jahren danach, wieder höre ich dieses wunderschöne Lied. Sehr schön. Esther, sind Sie eigentlich sehr stolz auf Ihren Sohn? Ja, auf jeden Fall. Denn er hat viel erreicht. Alle seine Träume sind wahr geworden. Mit viel Liebe und mit viel Kraft. Und ich habe etwas gelernt. Ich kann mich erinnern, haben wir Zeit, ne? Ein bisschen. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, was meine Mama einen Konzert von mir gesehen in Wien, ja. Das war, ich glaube, 9000 Leute. Und die Mama kommt auf die große Halle und sagt, singt jemand auch noch dazu heute? Sagt, na, sagt Mama, das ist, ich bin noch alleine. Sie hat nicht geklaut. Das war eine einmalige Geschichte für Mama. Sie erleben ja normalerweise die Karriere nur aus der Ferne. Ja? Sie leben in Argentinien, 10.000 Kilometer entfernt. Semino lebt mittlerweile in Tirol. Vermissen Sie ihn oft? Ja, ganz furchtbar. Ich vermisse ihn ganz furchtbar. Aber ich bin natürlich zufrieden, weil er seinen Traum lebt. Das ist schön. Und er ist glücklich. Und wir sind sehr glücklich, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Und umso schöner ist es ja, dass wir heute alle gemeinsam Seminos Jubiläum feiern können. Ja, und bei diesem großen Fest zum Jubiläum darf jetzt natürlich auch die Sängerin nicht fehlen, die in den vergangenen 10 Jahren in unseren Shows viele unvergessene Auftritte